Mein Thema ist, wie Sie hier sehen, eben die globalen Dimensionen des Ersten Weltkriegs. Geht natürlich nicht, das ganz vorzustellen, aber es ist eben etwas, was Konjunktur hat. Globalgeschichte, die Welt als Globus zu verstehen, ist etwas, was Konjunktur hat. Es gehört fast mehr als zum guten Ton, sich nicht mehr nur auf Europa zu beschränken, wenn Sie über den Ersten Weltkrieg sprechen. Und das haben jüngst gerade zwei Autoren in zwei Publikationen ergänzt. Oliver Jantz einerseits mit 14, der große Krieg, und andererseits auch Jörn Leonhard in seinem Buch Die Büchse der Pandora. Es handelte sich um einen Weltkrieg, also von dem her haben die Menschen, hat die Forschung das jetzt eben auch aufgegriffen, und das ist etwas, was ich mit Ihnen anschauen möchte. Und ich habe als Titel dann dazu das chinesische Wort Weiji gewählt, denn es beschreibt, wie ich Ihnen noch gleich zeigen werde, meines Erachtens die Lage, in welchen die meisten Staaten nach 1914 sich befanden, doch sehr treffend. Als der Erste Weltkrieg im Juli, August 1914 begann, waren die Erwartungen von Seiten der Regierungen, der Militärs und bei den Behörden sowie auch in den Bevölkerung der kriegführenden, wieder neutralen Staaten sehr verschieden. Also da gab es sehr große Unterschiede. Auf der Seite der Mittelmächte waren viele höhere Offiziere froh, dass der große Krieg endlich gekommen war, in welchem sie sich eben nun beweisen könnten. In Japan hingegen sprach Premierminister Shigenobu Okuma von einer Chance des Himmels. Dem Land sei die Möglichkeit geschenkt worden, um seine Vorsehung zu erfüllen. In Australien gehörte Joseph Cook, das ist immer, ich habe immer ein Problem mit den Zweien, hingegen zu den wenigen, die offen auch zugegeben haben, dass sie nicht wüssten, was genau auf ihr Land zukommen werde. Aber auch er war entschlossen, absolut in diesen Krieg einzutreten, egal welches das Risiko war und welches die daraus resultierenden Folgen. Die Entschiedenheit war also groß, die Ambivalenz darüber, was aus diesem Krieg resultieren würde, war es aber ebenfalls. Und nun dieses chinesische Wort Weiji, um darauf zurückzukommen, charakterisiert das treffend. Eingeführt wurde es vom chinesischen Historiker Xu Guoqi, der es benutzt hat zur Beschreibung der Reaktion der chinesischen Elite auf den Beginn des Ersten Weltkriegs. Im Chinesischen, das sehen Sie jetzt hier, die beiden Schriftzeichen, besteht es aus Wei links und Ji rechts, und die beiden brauchen eben das, beschreiben dann das, was dazugehört, nämlich einerseits Gefahr, Risiko, andererseits Chance und Gelegenheit. Also es ist ein sehr weitläufiges Wort, welches eben hier diesen Krieg zu beschreiben trachtete, einerseits als Risiko. In China war das natürlich darum, weil das Land nun nicht mehr in der Lage sein würde, die Gegensätze zwischen den imperialistischen Mächten für seine Zwecke gleich zu instrumentalisieren, wie das vorher möglich war, weil es hier zu entscheiden galt. Andererseits wurde es auch als Chance gesehen, zur Erneuerung, zur nationalen Erneuerung, zur Rückgewinnung der eigenen Souveränität angesichts der bestehenden Pachtgebiete. Gerade chinesische Intellektuelle wie Liu Lian oder Lian Zhichao haben hier diesen Punkt immer wieder betont. Wirtschaftliche Fragen standen hingegen in China etwas weniger im Vordergrund. Umso interessanter ist es deshalb, dass der Beitrag Chinas zum Ersten Weltkrieg nun nicht primär in Form von Soldaten bestand, sondern sehr früh durch die Entsendung von zivilen Arbeitern erfolgte. Und damit hat sich also China eher an der wirtschaftlichen denn an der militärischen Mobilisierung der Entente beteiligt. Ich werde dann auf das noch spezifisch zurückkommen. Was ich Ihnen nur kurz jetzt präsentieren möchte, ist der Ablauf von heute Abend. In den nächsten Minuten möchte ich kurz über die Frage des Weltkrieges und über die globalgeschichtliche Perspektive auf den großen Krieg von 1914-18 zu sprechen kommen. Dann möchte ich einen Blick auf die außereuropäischen Kriegsschauplätze
werfen, bevor dann eben diese Frage der Kriegsarbeiter unter dem chinesischen Titel Yi Gong Dai Bing aufgegriffen wird. Dann ein letzter Punkt, der vielleicht auch durchaus für Sie hier interessant ist, obwohl es hier in die Welt geht, das ist die globale Ernährungskrise von 1916-17, bevor ich dann mit einem Fazit schließen möchte. Nun also zur Globalgeschichte, und da sehen Sie jetzt eben das Cover Buches, das Herr Kuprian verdankenswerterweise erwähnt hat. Wie bereits angetönt, haben eben Globalgeschichte oder transnationale Geschichte, das sind so zwei Begriffe, die manchmal unterschiedlich verwendet werden, aber um ähnlichen Prozess zu zeigen, eben Konjunktur. Ich selbst eben habe mich auch dem nicht zu entziehen vermocht, als ich 2008 angefragt wurde, ob ich dieses Buch schreiben würde vom Verlag Marix in Wiesbaden, habe ich dann einfach gesagt, ja, also ich möchte das eigentlich nur machen, wenn ich eben das mit einer globalen Perspektive machen kann. Und das war natürlich auf der einen Seite, um Ergebnisse meiner Dissertation hier einfließen lassen zu können, eben auch über die Geschichte Australiens. Andererseits war für mich einfach schon zu diesem Zeitpunkt klar, eine Geschichte des Ersten Weltkrieges können wir im 21. Jahrhundert nicht mehr europäisch schreiben. Sie muss global erfolgen. Es ist natürlich nicht so, dass das die Westfront oder den Krieg in den Alpen einfach ersetzt, aber es ist eine zentrale Ergänzung. Und damit bin ich eigentlich auch schon in vielem bei dem, was die Globalgeschichte ausmacht. Denn es geht nicht darum, die Geschichte der Welt und des Weltkrieges neu zu schreiben oder gar zu behaupten, dass nur mehr eine Globalgeschichte des Ersten Weltkrieges zeitgemäß sei. Alle Untersuchungen zum Ersten Weltkrieg, ob sie sich nun regional oder global mit dem Thema beschäftigen, sind wertvoll. Vielmehr geht es für mich in dem, was ich immer wieder vertrete, darum, zu zeigen, dass bestehende Ansätze und Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft neu verknüpft werden können und um eine Dimension ergänzt werden können, die, wenn Sie so wollen, auch eigentlich so neu nicht ist, weil bereits schon vor 1914 immer wieder von Weltkrieg die Rede war. Im Mittelpunkt einer globalen oder transnationalen Geschichte des Ersten Weltkrieges sollen grenzüberschreitende Prozesse, Austauschbeziehungen sowie Vergleiche im Rahmen globaler Zusammenhänge stehen. Und da komme ich auf den deutschen Historiker Sebastian Konrad zurück, der im vergangenen Jahr ein sehr empfehlenswertes Buch zur Globalgeschichte herausgegeben hat. Er schreibt dort, die Verflechtung der Welt ist dabei stets der Ausgangspunkt und die Zirkulation von und der Austausch zwischen Dingen, Menschen, Ideen und Institutionen gehören zu den wichtigsten Gegenständen dieses Zugriffs. Die Einordnung von Phänomenen, Ereignissen und Prozessen in globale Kontexte wird damit zu einem zentralen, wenn nicht vielleicht dem wichtigsten Aspekt dieser Form historischer Analyse, die mir am Herzen liegt. Meines Erachtens lässt sich das eben problemlos auch mit bestehenden Ansätzen geschichtswissenschaftlicher Zugriffe verbinden. Es geht eben nicht darum, eine Totalgeschichte des Globus zu schreiben oder davon zu sprechen, dass die Globalgeschichte verlange, die Geschichte aller Teile dieser Erde und im Idealfall bitte noch in absolut gleichgewichteter Art und Weise in Lehre und oder Forschung zu integrieren. Globalgeschichte will zwar, und das ist schon wichtig, das nationalstaatliche Paradigma, welches lange Zeit die Geschichtswissenschaft, aber auch den Geschichtsunterricht an den Schulen dominiert hat, überwinden. Aber sie will und sie kann nicht auf eine Analyse nationalstaatlicher Zusammenhänge auf politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder kultureller Ebene verzichten. Es geht eben auch nicht um eine abstrakte Totalität der Welt, die neu unsere Haltung bestimmen soll. Vielmehr sollen eben die bestehenden Begrenzungen in unserer Arbeit überwunden werden und das idealtypisch, indem drei Elemente im Blick behalten werden, auch gerade wenn wir eine Geschichte des Ersten Weltkrieges uns anschauen. Es geht um den globalen Horizont, es geht um die globalen Verflechtungen
und es geht darum zu realisieren, dass was wir untersuchen Teil eines Prozesses ist, der als globale Integration verstanden werden sollte. Und da, ich finde diesen Begriff eigentlich viel besser als den Begriff, der sonst so geläufig ist, der Globalisierung. Mit Blick auf den Ersten Weltkrieg gilt es in diesem Zusammenhang meines Erachtens als erstes die Frage zu stellen, weshalb denn von einem Weltkrieg die Rede ist. Lange Zeit sprachen Historikerinnen und Historiker davon, dass der Erste Weltkrieg eigentlich erst 1917 nach dem Kriegseintritt der USA zu einem Weltkrieg geworden sei. 2003 sagte aber Jürgen Osterhammel, der Krieg war global, bevor die Vereinigten Staaten von Amerika sich im April 1917 an ihm beteiligten. Da Großbritannien seine Ressourcen in allen Teilen seines multikontinentalen Empire mobilisierte. Und das gilt auch für Frankreich. Der Krieg im Pazifik und in Afrika begann fast unverzüglich. Die Türkei und Japan wurden früh zu aktiven Teilnehmern und Deutschland versuchte es später mit einer globalen Strategie der Unterminierung alliierter Positionen. Kein Kontinent blieb verschont. Der Verlust an Menschenleben, die die Dominions erlitten, das sind diese ehemaligen weißen Kolonien Großbritanniens, Australien, Neuseeland, Kanada und so weiter, waren größer als im Zweiten Weltkrieg, als die des Zweiten Weltkriegs. Und Afrika südlich der Sahara, und das ist sehr wichtig und wird häufig vergessen, Afrika südlich der Sahara war um ein Vielfaches stärker betroffen als in jenem späteren Konflikt. Osterhammel stellte damit die Mobilisierung von Ressourcen in der außereuropäischen Welt sowie die Tatsache, dass kein Kontinent von diesem Weltenring verschont wurde, ins Zentrum seiner Überlegungen. Nun, wenn Sie das anschauen, stellt sich die Frage, ja, genügt denn das eigentlich? Ist es ausreichend, darauf zurück hinzuweisen, dass schon vor 1914 und gleich bei Kriegsbeginn Leute wie der österreichische General Viktor Dankl von einem Weltkrieg sprachen oder auch der Direktor der Basler Mission, Heinrich Tipper, ähnlich. Reicht es, auf die Karte zu schauen und zu sagen, ja, schauen Sie mal, wo überall das Jahr 1914 steht und welche Teile der Welt doch eigentlich schon damals in den Krieg eingetreten sind. Nun, wenn Sie meine Tonart hören, haben Sie natürlich schon lange gemerkt, dass ich hier anderer Meinung bin. Wenn wir so vorgehen würden, dann würden wir mit Fug und Recht, könnten dann Leute wie Geoffrey Parker oder Richard Hamilton oder auch Holger Herwig behaupten, naja, es hat schon vorher Weltkriege oder Kriege globaler Dimension gegeben. Es braucht hier mehr. Und da folge ich, aber gehe auch über meinen Doktorvater Stig Förster hinaus, der bereits Mitte der 1990er Jahre postulierte, dass eine maßgebliche Beteiligung europäischer und vor allem eben auch außereuropäischer Akteure notwendig sei, wenn von einem Weltkrieg die Rede sein soll. Und das ist auch dort, wo wir zwei uns immer noch unterscheiden. Er ist immer noch der Meinung, der Erste Weltkrieg war der Krieg von 1792 bis 1815 und ich sage, der Erste Weltkrieg ist letztlich immer noch der von 1914-18. Und das hängt eben vor allem damit zusammen, dass meines Erachtens nun die Entscheidungen in allen Teilen der Welt auch mit den anderen Teilen der Welt verflochten sein muss. Also im Krieg von 1792 bis 1815 haben sie zwar auch einen Konflikt in Nordamerika oder in Indien, aber die direkten Rückwirkungen auf Europa sind faktisch null. Das ist aber eben anders im Ersten Weltkrieg oder im Großen Krieg von 1418 und das hängt entscheidend zusammen mit den von den europäischen Mächten entscheidend geprägten Globalisierungsprozess oder eben Prozess der globalen Integration im 19. Jahrhundert und dem damit verbundenen erheblichen Revolutionierung des Transport- und Kommunikationswesens. Hier folge ich kürzlichen Ausführungen auch von Dieter Langewiesche. Die Entscheidungen der Behörden in Beijing, Tokio, Melbourne, Wellington, Pretoria oder Delhi waren direkt und mit Blick auf eigene Interessen in den Krieg einzugreifen. Die Mobilisierung von Arbeitern in Australien, China, Indien, Südafrika, Vietnam für den Krieg und die globale Verflochtenheit der Lebensmittelversorgung schon vor 1914 und die daraus resultierende globale Ernährungskrise von 1916-17 sind eben wichtig neben den Kampfhandlungen, die auf allen Kontinenten stattfanden, außer dem amerikanischen.
Nun, wenn wir das anschauen, dann geht es eben mal darum, einen Blick zu werfen auf die außereuropäischen Kriegsschauplätze. Der Krieg begann eigentlich schon vor dem eigentlichen Kriegsbeginn, nämlich am 31. Juli 1914 mobilisierte der damalige Kommandeur des britischen Gold Coast Regiments im heutigen Ghana seine Truppen und setzte diese einen Tag nach der britischen Kriegserklärung, Sie wissen, es war am 5. August, an das Deutsche Reich in Richtung Lomé in Togo in Bewegung. Da ging es nicht so sehr um den Konflikt jetzt zwischen deutschen und britischen Verbänden, sondern, wie Sie sehen auf der Karte, ging es den britischen Truppen vor allem auch darum, schneller zu sein als die französischen Truppen. Wer würde denn letztlich Togo bekommen? Auf der anderen Seite, also hier links haben Sie Ghana, rechts hätten Sie Dahomey, heute Benin, damals französisch. Fast gleichzeitig wie Togo, welches Ende August kapitulierte, da waren ja nur 5 deutsche Unteroffiziere, 2 Offiziere und 550 einheimische Polizeikräfte. Fast gleichzeitig kapitulierte im Pazifik auch die deutsche Kolonie Samoa. Sie sehen hier am 30.08. das Hissen der Flagge in Apia. Dass die Neuseeländer jetzt schneller waren als die Australier, hing damit zusammen, dass sie die Royal Australian Navy, über deren Einsatz die britische Admiralität entschied, früher angefragt hatten. Und die Royal Australian Navy war also zuerst mit den Neuseeländern und erst danach mit den Australiern beschäftigt. Die Australier, die sehen Sie hier im September, also kurze Zeit nach der Besetzung von Samoa, rücken nun australische Truppen in Neuguinea an. Der Widerstand der deutschen Schutztruppe dort dauerte etwas länger, bis am 17. September, aber auch dann waren die Kampfhandlungen dort vorbei. Gemäß der Interpretation der australischen Behörden schloss die Kapitulation in Rabaul die gesamten Besitzungen des Deutschen Reichs im Pazifik mit Ausnahme eben des von Neuseelands besetzten Samoas ein. Deshalb verzichteten die australischen Streitkräfte, auch mit Blick auf die Entsendung von Truppen nach Europa, darauf, die Marianen und Karolinen nördlich des Äquators ebenfalls zu besetzen. Dies wiederum nahm die japanische Regierung nach der kurzzeitig dort erfolgten Kriegserklärung Japans ans Deutsche Reich dazu zum Anlass, diese Inseln Schritt für Schritt zu besetzen. Also es wurde zuerst die erste besetzt, da haben wir mal geschaut, was ist die Reaktion. Die Reaktion blieb aus und dann hat man die nächste Insel besetzt. Und damit haben sie Fakten geschaffen, die der australische Premierminister William Morris Hughes zu seinem Missfallen dann an der Pariser Friedenskonferenz akzeptieren musste, sodass die deutschen Kolonien im Pazifik zwischen Japan einerseits und Australien, Neuseeland sowie Großbritannien andererseits am Äquator geteilt wurden. Das war vor allem auch mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg dann für Australien doch ein großes Problem, auch weil Japan im Gegensatz zu dem Recht, das es hatte, gemäß der Völkerbundscharta in den Karolinen eine Marinebasis auf Druck aufgebaut hat. Der nächste Punkt, den ich Ihnen zeige, ist der Kampf um das deutsche Pachtgebiet Kiaozhou oder Qingdao mit dem befestigten Verwaltungssitz von Qingdao. China hatte sich zu Beginn des Krieges ja neutral erklärt. Und trotzdem haben sich die kriegführenden Mächte, sei das nun das Deutsche Reich, übrigens verstärkt durch einige Soldaten aus der Habsburger Monarchie vom Kriegsschiff Kaiserin Elisabeth, die haben sich nicht darum gekümmert. Japan hat als erstes Truppen gelandet, ist auf Qingdao vorgerückt, wurde dann unterstützt von britischen Truppen. Sie sehen da die britischen Truppen, die dann bei Qingdao landen und unter den Augen der japanischen Kollegen hier vormarschieren. Schließlich musste im November 1914, mussten die Mittelmächte kapitulieren, also die Truppen des Deutschen Reichs und Österreich-Ungarns, und mussten das deutsche Konzessionsgebiet Japan überlassen. Sehr zum Ärger von China. Japan nutzte nun neben der Mandschurei, wo es bereits über Einfluss verfügte, und Korea, nun auch Qingdao auf Shandong, dafür den Einfluss in China und auf seine Entscheidungsträger im weiteren Verlauf des Krieges zu erweitern.
Nun kommen wir nach Afrika, das ist wenig bekannt, die Kämpfe im heutigen Namibia, damals Deutsch-Südwestafrika, sie begannen erst mit Verzögerung. Und zwar war das der Grund dafür die Tatsache, dass einige maßgebliche burische Generäle den Entscheid der Regierung von General Louis Botha, sehen, auf britischer Seite in den Krieg einzutreten, widersetzten. Das war die sogenannte Afrikaner Rebellion, die dann erst den Einmarsch 1915 im europäischen Frühjahr, das ist der afrikanische Herbst, südafrikanische Herbst, 1915 ermöglichte und schließlich im Juli 1915 zur Kapitulation der deutschen Verbände führte. In Kamerun hingegen, da haben Sie das auf der anderen Seite, in Kamerun dauerten die Kämpfe noch länger. Es gab zwar im August 14 Besetzungen an der Küste, der Hafen von Douala wurde beispielsweise umgenommen, aber die deutsche Schutztruppe zog sich ins Zentrum zurück, nach Yaoundé und im Norden bei Garoua und hat dort weiter Widerstand geleistet. Ab Mai 15 gingen dann die Kämpfe in Kamerun weiter, trotz des Munitionsmangels, den die vor allem eben die Mittelmächte hatten Versorgungsprobleme dort und sie mussten dann schließlich genau wegen dieses Munitionsmangels kapitulieren, also nicht, weil die britisch-französischen Truppen ihnen einfach überlegen gewesen wären. Zuerst kapitulierte Garoua, dann brachen Einzelne aus Yaoundé aus, Einzelne ergaben sich und andere wurden dann im Januar 1916 in der spanischen Kolonie Rio Muni interniert. Neben den Kämpfen waren in Kamerun bereits tropische Krankheiten ein ganz wesentlicher Faktor für die doch relativ hohe Opferzahl, die es auf diesem Kriegsschauplatz gegeben hat. Bereits im November 1914, und jetzt springe ich mal von Afrika in den Nahen Osten, begann der Krieg für das Osmanische Reich nach dem Beschuss russischer Schwarzmeerhäfen durch unter seiner Flagge stehende deutsche Kriegsschiffe. Militärisch herausgefordert wurde das Osmanische Reich einerseits durch Offensiven im Kaukasus, Sie sehen das hinter mir auf der Karte, durch die Landung von Truppen der Entente bei Fao am Persischen Golf im November 1914, dann bei Gallipoli, das ist an den Dardanellen im April 1915, das ist ein ganz wichtiger Erinnerungstag für Australien und Neuseeland. Dann kam es zu einem Aufstand des Scherifen von Mekka ab Juli 1916 und zu mehreren Offensiven entlang des Suezkanals, weil ja seit 1882 Ägypten durch britische Truppen besetzt war oder die dort stationiert war. Das ist dann immer so eine Diskussion. Lange Zeit vermochten dabei die Entente-Staaten eigentlich keine großen Erfolge zu erzielen. Aber auch die Offensiven des Osmanischen Reiches bei Sarikamis im Kaukasus oder bei Ägypten am Suezkanal blieben erfolglos. Eine schreckliche Folge dieser für das Osmanische Reich sehr unbefriedigenden politischen und militärischen Situation waren die massenhaften Deportationen von Armeniern und anderen christlichen Minderheiten aus Anatolien ab April 1915. Sie sehen da oben zentral diese Viehwagen, mit denen sie deportiert wurden. Die Konsequenz war der Tod von 800.000 bis 1,5 Millionen Menschen und das wird meines Erachtens durchaus zu Recht als Genozid oder Völkermord bezeichnet. Den größten militärischen Erfolg feierte das Osmanische Reich schließlich mit dem Einschließen und der am 29. April 1916 erfolgten Kapitulation britisch-indischer Truppen bei Kut el-Amara im heutigen Irak, also das ist zwischen Basra und Bagdad. Langfristig vermochte das Osmanische Reich aber den Angriffen der Entente in Mesopotamien und von Ägypten her nicht zu widerstehen. Bagdad fiel schließlich am 11. März 1917, am 31. Oktober desselben Jahres Beersheba, am 9. Dezember 1917 Jerusalem. Die Einnahme von Damaskus am 1. Oktober 1918 und mit dem Waffenstillstand vom 30. Oktober folgenden Besetzung Istanbuls ging dann der Krieg für das Osmanische Reich am 13. November 1918 endgültig zu Ende. Sie haben da ein Bild der britischen Truppen, die durch Istanbul oder Konstantinopel
gehen. Militärische Erfolge vermochte das Osmanische Reich in der zweiten Kriegshälfte keine mehr zu erzielen. Am längsten dauerten nun aber die Kriegshandlungen außerhalb Europas in Ostafrika. Dort hatte der militärische Kommandeur der deutschen Schutztruppe, Paul von Lettow-Vorbeck, sich gegen den ausdrücklichen Befehl seines politischen Vorgesetzten, Gouverneur Heinrich Schnee, einen britischen Vorstoß bei Tanga, das ist im Norden von Ostafrika, so an der Nähe zur heutigen kenianischen Grenze, widersetzt. Dabei hat er vor allem davon profitiert, dass die britischen Befehlshaber der dort eingesetzten Einheiten der Royal Indian Army von den schwarzen Soldaten unter deutschem Kommando nicht wirklich Widerstand erwartet hatten. Trotz einiger Scharmützel im Jahre 1915 kam es erst wieder im Jahre 1916 zu größeren Kampfhandlungen, als südafrikanische Verbände unter dem Kommando der burischen Generäle Jan Christian Smuts und Jakob van der Venter im Deutsch-Ostafrika zum Einsatz kamen. Lettow-Vorbeck verlor die Kontrolle über das Territorium der deutschen Kolonie, kämpfte aber unverdrossen weiter und lehnte eine Kapitulation ab. Obwohl sein Kampf nur mehr symbolische Bedeutung hatte, argumentierte er in seinen Auseinandersetzungen mit Schnee immer damit, dass es die Pflicht der deutschen Soldaten in Afrika sei, dem Feind Widerstand entgegenzusetzen, um damit dessen Truppen an einem Ort zu binden, an welchem er dies nicht erwartet habe. So könne auch der Krieg in Afrika einen Beitrag dazu leisten, dass das britische Empire seine Ressourcen auf dem schwarzen Kontinent nicht vollständig gegen das Deutsche Reich in Europa richten könne. Lettow-Vorbeck überschätzte damit seine Bedeutung, auch gerade weil die in Ostafrika im Einsatz stehenden südafrikanischen Truppen gemäß der Vorstellung der südafrikanischen Regierung in Europa gar nie zum Einsatz kommen sollten. Aber seine Truppen waren die letzten des Krieges, die ihre Waffen gestreckt haben, und zwar erst 14 Tage nach dem offiziellen Waffenstillstand. Das war am 25. November 1918 in Mbala am Tanganyikasee im heutigen Sambia, also gar nicht mehr in Deutsch-Ostafrika. Lettow-Vorbeck wurde so zwar in Deutschland zum Held, hinterließ aber in Ostafrika massivste Zerstörungen und eine zutiefst desorganisierte Kolonie. Der Kampf der deutschen Verbände wurde in Ostafrika mit einer massiven Hungersnot bezahlt, die noch mehr Opfer kostete als die Kämpfe selbst. Militärisch gesehen waren also die Kampfhandlungen außerhalb Europas sicherlich von untergeordneter Bedeutung. Für die Behörden der beteiligten außereuropäischen Staaten eröffneten sie aber Möglichkeit, die Kontrolle über Gebiete zu erlangen, die wie Deutsch-Neuguinea, Samoa oder die Halbinsel Shandong schon lange in ihrem Blickfeld gelegen hatten. Die Behörden des Osmanischen Reiches sahen zudem die Anführungszeichen Chance, sich des Problems Anführungszeichen der christlichen Minderheiten unter ihrer Herrschaft ein für alle Mal zu entledigen. Risiken gab es mit Blick auf die internen Auseinandersetzungen in Südafrika, die Afrikaner Rebellion, oder mögliche Konflikte im Pazifik zwischen Japan einerseits sowie Australien und Neuseeland andererseits. Die von den Behörden und Militärs nicht mit einberechneten Risiken für die Zivilbevölkerung waren noch größer, wie das Beispiel Ostafrika zeigt. Kommen wir nun zu den Kriegsarbeitern. Ich habe das mit Yigong Daibing überstellt, das heißt auf Chinesisch eben Arbeiter statt Soldaten. Es geht mir hier um die Mobilisierung außereuropäischer Arbeiter für den Krieg. Eine solche erfolgte in sehr vielen Teilen der Welt, nicht nur in Australien, China und Südafrika, über die ich heute etwas sprechen möchte, sondern in Westafrika, Französisch, Zentralafrika, in Vietnam und in anderen Teilen der Welt, in Indien beispielsweise. Nun, wichtig ist dabei zu erwähnen, dass neben diesen Kriegsarbeitern in den außereuropäischen Welt auch Soldaten und Träger mobilisiert wurden, über die ich jetzt heute nicht sprechen werde. Letztere, diese Träger, vor allem auf dem afrikanischen Kriegsschauplatz, wo die bestehende Infrastruktur es aufgrund fehlender Straßen, Schifffahrtswegen und/oder Eisenbahnlinien vielfach erforderlich machte, Waffen, Munition und Verpflegung zu tragen, oder ich sage eben besser, tragen zu lassen.
Die damit beschäftigten Männer wurden der heimischen Wirtschaft und Gesellschaft zeitweise oder, wenn sie ums Leben kamen, dauerhaft entzogen, was die Entwicklung dieser Gebiete natürlich maßgeblich beeinflusste. Gleichzeitig brachten die Menschen bei ihrer Rückkehr auch Erfahrungen, Wissen und Fertigkeiten zurück in ihre Gesellschaften und beeinflussten diese damit in einer Art, die vielfach nicht mit den Vorstellungen derjenigen übereinstimmten, die ihrer Entsendung zu Beginn zugestimmt oder diese sogar maßgeblich gefördert hatten. Neben Frauen, die während des Ersten Weltkrieges, insbesondere in der Industrie und der Landwirtschaft aller kriegsführenden Parteien, eine wichtige Rolle spielten und den vor allem von den Mittelmächten vielfach zwangsweise rekrutierten Arbeitern aus Belgien und Polen sowie den Kriegsgefangenen, waren diese außereuropäischen Kriegsarbeiter nun gerade für die Entente in einem Krieg, in welchem Werkbank ebenso wichtig war wie Schützengraben. Auf Englisch tönt das einfach besser. Bench gained parity with trench. Das reimt sich da besser als diese Werkbank und der Schützengraben. Das war von entscheidender Bedeutung. In Australien bemühte sich die Regierung bereits vom Beginn des Krieges an, die eigenen Kriegsanstrengungen so weit als dies möglich sei zu intensivieren. Das galt einerseits für die Rekrutierung von insgesamt fast 500.000 Soldaten, den sogenannten Anzacs, die im Unterschied zu den meisten Ländern alles Freiwillige blieben. Die Einführung der Wehrpflicht für den Militärdienst in Europa wurde in Australien in zwei Referenden 1916 und 1917 nämlich abgelehnt. Andererseits ergriffen die Behörden strenge Maßnahmen gegen Einwanderer aus Feindmächten sowie gegen Aktiven von Firmen und Einzelpersonen, die verdächtigt wurden, mit dem Feind in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang wurde sogar das schweizerische Konsulat in Sydney durchsucht. Der australische Verteidigungsminister George Foster Pierce und seine Beamten im Verteidigungsministerium hegten aber noch größere Ambitionen. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatten sie mit der Errichtung erster regierungseigener Fabriken für Rüstungsgüter versucht, die Produktion für die Ausrüstung der eigenen Truppen auch selber in die Hand zu bekommen. Während des Ersten Weltkrieges sollten diese Bemühungen auch auf die Produktion von Artilleriemunition ausgeweitet werden, was nicht zuletzt damit begründet wurde, dass hier ja ein großer Bedarf bestehe. Schon bald zeigte sich jedoch, dass in Australien das notwendige Fachwissen für eine solche Produktion fehlte und dass es nicht möglich sein würde, die entsprechenden Fachleute während des Krieges nach Australien zu holen. Pierce und seine Beamten und Henry Barraclough, den Sie da drüben sehen, entschieden sich deshalb, Männer in Australien zu rekrutieren und nach Großbritannien zu schicken. Dort sollten sie einerseits die dortige Rüstungsindustrie in der Produktion von Waffen für den Krieg unterstützen, gleichzeitig aber eben auch Wissen erwerben, um nach dem Krieg die eigene australische Rüstungsindustrie auszubauen. Die ersten solchen Arbeiter trafen am 11. Juli 1916 in Großbritannien ein und wurden dort überschwänglich und in Anlehnung an ihre im militärischen Einsatz stehenden Kollegen als Anzacs for Munitions Work begrüßt. Ende 1917 erreichte die Entsendung von Arbeitern ihren Höhepunkt. 1918 waren die australischen Behörden dann kaum mehr gewillt, weitere Facharbeiter nach Großbritannien ziehen zu lassen, da sich besonders im Schiffsbau im eigenen Land ein Arbeitskräftemangel bemerkbar gemacht hatte. Insgesamt beurteilten sowohl die britischen wie die australischen Behörden die Arbeit der Australian Munition Workers und der Australian War Workers sehr positiv. Und in der Zwischenkriegszeit leisteten etliche davon einen wichtigen Beitrag beim Aufbau einer australischen Rüstungsindustrie, die im Zweiten Weltkrieg dann einen wesentlichen Pfeiler des alliierten Widerstandes gegen den japanischen Vorstoß im Pazifik bildet. Auch aus China kamen etliche Kriegsarbeiter nach Europa, ungefähr 150.000 Männer, die aber im Gegensatz zu ihren Kollegen aus Australien eher selten in der Rüstungsindustrie zum Einsatz kamen. Vor allem war das in Frankreich. Also die französischen Rekrutierer, die haben sie mehr in die Rüstungsindustrie integriert, die britischen weniger. Ihr Aufgabengebiet lag vor allem eben bei den britischen, unter britischem Kommando stehenden chinesischen Arbeitern in den Häfen beim Be- und Entladen von Gütern, in der Nähe der Front beim Bau von Schanzanlagen, in der Logistik oder auch bei der Beerdigung von Toten in den unzähligen Kriegsfriedhöfen hinter der Front.
Es ist wirklich erstaunlich. Ich war vor einer Woche in Flandern und da fahren sie wirklich fast um jede Ecke und es ist irgendwo ein Kriegsfriedhof. In Russland, das ist etwas, was selten bekannt ist und das wusste ich bis vor 3 Monaten selber nicht, spielten primär aus der Mandschurei herbeigeführte Arbeiter zudem eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion des Landes. Es galt nämlich, die vielen Land- und Industriearbeiter, die zum Militärdienst eingezogen worden waren, zu ersetzen. Diesem Aspekt hatte die russische Vorkriegsplanung zu wenig Beachtung geschenkt, übrigens wie bei allen anderen kriegführenden Staaten auch. Während die Rekrutierung von Arbeitern durch die russischen Behörden vor allem eine Weiterführung und Erweiterung einer bereits vor dem Krieg bestehenden Praxis war, den Arbeitsmarkt in der Mandschurei angesichts eines Arbeitskräftemangels, eines generell dort herrschenden Arbeitskräftemangels in Sibirien und der Amur-Region anzuzapfen, ging es bei der Entsendung chinesischer Arbeiter nach Westeuropa vielmehr um Bemühungen der chinesischen Behörden. Also es waren nicht einmal Frankreich oder Großbritannien, die den ersten Schritt machten, sondern die chinesischen Behörden, vor allem um den oberen Herrn Liang Shiyi. Angesichts der Tatsache, dass in Frankreich und Großbritannien ein Arbeitskräftemangel herrschte und dort über die Anzapfung des Reservoirs chinesischer Arbeiter gesprochen wurde, und angesichts der Tatsache, dass Japan alles tat, um Chinas offiziellen Kriegseintritt zu verhindern, bemühten sich eben die chinesischen Beamten um Liang Shiyi. Er war der Generalsekretär von Präsident Yuan Shikai. Sie bemühten sich hier, der Entente gegenüber entgegenkommen zu signalisieren, ohne Japans politische Führung zu sehr zu irritieren. Sicherlich ging es eben dabei auch darum, diese Geschichte um Shandong anzuschauen, weil Shandong hat der chinesischen Regierung demonstriert, dass eine Annäherung an die Mittelmächte für China wenig Sinn machte, obwohl der Hauptgegner Japan auf Seiten der Entente stand. Es galt vielmehr auf die Entente zu bauen, weil auch auf die Neutralen war kein Verlass. Als Japan 1915 21 harte Forderungen formulierte, war die Reaktion der USA, um deren Unterstützung China nachsuchte, war im maximalen lauwarm. Also eine Zusammenarbeit mit den Neutralen brachte China eben wenig. Und da waren es die Liang Shiyi, der bereits erwähnte, und dann da unten Ye Gongchuo, die diese Strategie von Ye Gong Daibing entwickelten. Arbeiter schicken statt Soldaten. Formell können sie neutral bleiben, formell macht die chinesische Regierung gar nichts, aber informell unterstützt sie natürlich die Bemühungen von Missionen, die eingeladen werden. Und das waren Missionen vor allem von Oberstleutnant Georges Trüptil, der nach China reiste im November 1915 und dort 40.000 chinesische Kriegsarbeiter für die französische Kriegsindustrie, militärische und zivile Infrastrukturprojekte oder Logistikunternehmen zu rekrutieren suchte. Offizielle Kontakte, wie gesagt, wurden vermieden und die Mission als rein privat definiert. Im Hintergrund wurde aber eben alles getan, um diese Verhandlungen zu bestärken. Im Mai 1916 wurden die Verhandlungen über die Entsendung von 50.000 chinesischen Arbeitern und Spezialisten schließlich abgeschlossen. Hier denke ich, dass noch sehr viel zu machen ist. Ich habe letzte Woche in Flandern eine Reihe von Literatur und von Bildquellen gefunden, wo ich gesagt habe, das ist verrückt, dass gewisse Fragen, was diese Chinesen wirklich gemacht haben, bis heute eigentlich wenig gestellt werden. Im Verlauf des Jahres 1916 und bis 1918 waren es dann eben ungefähr 140.000 chinesische Arbeiter, die in Europa, also in Westeuropa, zum Einsatz kommen. Das sind die in Russland nicht mit eingerechnet. Die Lebensbedingungen der chinesischen Arbeiter waren schwierig, denn sie durften sich nicht frei bewegen und unterstanden der Militärgerichtsbarkeit, die in einigen wenigen Fällen sogar Todesurteile verhängte. Dabei gab es durchaus Unterschiede zwischen dem Umgang französischer und britischer Behörden. Auf französischer Seite war es den chinesischen Arbeitern zwar auch verboten, einen engen Kontakt mit der Zivilbevölkerung zu pflegen.
Lose Kontakte wurden aber im Unterschied zu den britischen Behörden auf französischer Seite ebenso toleriert wie im Fall der Australier, von denen Sie hier unten ein Bild sehen. Dieses stammt aus dem Australian War Memorial in Canberra und zeigt australische militärische Bahnarbeiter und chinesische Bahnarbeiter an der Westfront. Nun, die Regeln in den Lagern, in welchen die Arbeiter untergebracht waren, waren an französischer Seite auch weniger strikt, der Rassismus etwas weniger verbreitet und die Löhne leicht höher. Auf britischer Seite führte das umgekehrt, dort waren es mehr, es waren knapp 100.000, natürlich stetig wieder zu Streit, weil die chinesischen Kriegsarbeiter auf britischer Seite Kontakt suchten mit denen auf französischer Seite, also die chinesischen Arbeiter auf britischer Seite waren alle auch in Frankreich. Die wurden also nicht nach Großbritannien gebracht, sondern die haben für die britische Armee in Frankreich gearbeitet. Und sie haben da nun eben auch einen wichtigen einen wichtigen Beitrag zur Führung des Krieges geleistet, der eben diese Mobilisierung der Wirtschaft immer mehr notwendig macht. Wichtig ist nun aber, dass diese chinesischen Kriegsarbeiter natürlich auch eine andere Welt erlebt hatten und als andere Menschen nach Hause kamen, als sie es gewesen waren, bevor sie nach Europa gegangen waren. Auch wenn sie im Unterschied zu ihren australischen Kollegen nur wenig direkt verwertbares Wissen zurück in die Heimat brachten oder dieses nicht so organisiert war, da gilt es eben noch mehr zu arbeiten darüber, waren sie überzeugt, dass es eines Tages gelingen werde, den Status zu erreichen, welche europäische Mächte nun für sich beanspruchten. Dass sie damit nicht vollständig falsch lagen, zeigt Chinas Status in der Welt von heute. Auch wenn viele der Kriegsarbeiter wohl gehofft und geglaubt hatten, dass es nicht derart lange dauern würde, bis ihr Land auf diesen Stand erreicht haben würde. Kommen wir zum letzten, dem South African Native Labour Contingent. Das wurde im September 1916 geschaffen und bestand eben aus Schwarzen aus Südafrika, um diesen auch eine Beteiligung am Krieg zu ermöglichen. Auch wenn die weiße südafrikanische Regierung wollte die Rekrutierung von Schwarzen als Soldaten aus rassetechnischen Gründen nicht zulassen. Viele Schwarze, besonders diejenigen, die auf britischen Missionsschulen erzogen worden waren, wollten nämlich ihre Loyalität gegenüber dem Empire kundtun und erhofften sich dadurch Vorteile für ihre Zukunft. Bis im Januar 1918 wurden so 21.000 schwarze Männer zugunsten nicht kombatanter Tätigkeiten in Europa mobilisiert. Das ist natürlich wenig im Vergleich zu den Chinesen, aber es ist für diese Schwarzen natürlich trotzdem wichtig. Teile davon wurden sogar zwangsrekrutiert, weil die südafrikanische Regierung nicht diesen Rassekonflikt ausspielen wollte, also weil sie nicht wollte, dass die Menschen merken, dass die Schwarzen eben nun nicht kommen, weil es sich um einen weißen Krieg handle. Das South African Native Labour Contingent war ähnlich wie chinesische Kriegsarbeiter beim Be- und Entladen von Schiffen, im Straßenbau und vor allem in Wäldern tätig. Weil in Wäldern, das war der bevorzugte Ort für die weißen südafrikanischen Offiziere, die dieses Contingent kommandierten, weil da einfach wenig Leute waren, mit denen sie sich hätten vermischen können. Denn die Rassenschranke, die sollte unbedingt erhalten bleiben. Die Hoffnungen schwarzer Verführer, besonders auch aus dem 1912 gegründeten South African Native National Congress, aus dem später der ANC hervorging, sollten sich nach dem Krieg nicht erfüllen. Ähnlich wie in Nord-, West- und Zentralafrika mit den Veteranen der französischen Armee, erlebten die schwarzen Arbeiter in der Zwischenkriegszeit eine massive Enttäuschung. Auch was auch mit zu einer Radikalisierung antikolonialer Opposition wie zur Desintegration der traditionellen Gesellschaften, wenn wir sie so bezeichnen wollen, auf dem schwarzen Kontinent führen sollte. Auch die Geschichte der Kriegsarbeiter zeigt meines Erachtens auf, wie der Erste Weltkrieg Staaten und Menschen aus Ländern wie Australien, China oder Südafrika Möglichkeiten eröffneten, die vor 1914 so nicht bestanden hatten.
Die Behörden konnten einen aktiven Beitrag zur Anstrengung des Krieges für sich reklamieren und den Männern, es waren nur sehr wenige Frauen unter diesen Kriegsarbeitern, wurde die Möglichkeit geboten, eine neue Welt zu entdecken, sowie neues Wissen und neue Fertigkeiten sich anzueignen. Damit hatten sie eine Chance auf Veränderung. Gleichzeitig waren damit aber auch Risiken verbunden. Für die Staaten mit Blick auf den eigenen Arbeitsmarkt und mögliche gesellschaftliche Veränderungen nach dem Krieg. Aber auch für die Männer bestanden Risiken, denn es war nicht einfach, sich in der neuen Situation zurechtzufinden und vielfach erfüllten sich die Hoffnungen nicht. Zudem lebten sie, zumindest wenn sie nicht weiß waren, häufig abgeschottet von der übrigen Welt und erlebten Rassismus direkter, als es vielleicht teilweise vorher in ihrer Heimat der Fall gewesen war. Lassen Sie mich als Letztes zur globalen Ernährungskrise kommen, ein Thema, welches mich in jüngster Zeit vermehrt beschäftigt hat. Die Ernährungskrisen eben des Jahres 1916-17. Diese waren in der Forschung lange Zeit ein vernachlässigtes Thema. Dies vielleicht deshalb, weil sie für Militärhistorikerinnen und Militärhistoriker zu wenig militärisch und für Kulturhistorikerinnen und Kulturhistoriker zu wenig mit Repräsentation zu tun hatten. Wirtschaftshistorikerinnen und Wirtschaftshistoriker sahen zudem im Krieg vielfach eine Anomalie in der wirtschaftlichen Entwicklung und verzichteten auf eine Beschäftigung mit dem Thema. Am ehesten waren es noch Sozialhistorikerinnen und Sozialhistoriker, gerade hier in Österreich, die in doch erheblichem Ausmaß sich damit auseinandersetzten. Doch leider blieb dann dieser Zugang häufig auf das Land selbst oder allenfalls auf die cisleitanische Reichshälfte, lokale oder regionale Studien beschränkt. Die globalen Zusammenhänge wurden häufig unterschätzt, was umso erstaunlicher ist, als dass schon vor dem Ersten Weltkrieg gerade die Lebensmittelversorgung durch einen sich verstärkenden transnationalen, wenn nicht globalen Austausch geprägt war. Gerade Tirol und die übrigen Alpenländer der Habsburger Monarchie, aber eben auch die Schweiz, waren im Verlauf des 19. Jahrhunderts immer stärker von der Zufuhr von Getreide aus Ungarn, Rumänien, Russland oder teilweise sogar aus Übersee abhängig geworden. Auch Großbritannien bezog im Übrigen wesentliche Teile seiner Lebensmittel in Übersee, hingegen Zucker primär aus dem Deutschen Reich und der Habsburger Monarchie. Als 1914 der Krieg begann, wurden somit wichtige globale Versorgungslinien unterbrochen. Den größten Einfluss auf die global transferierten Mängel von Lebensmitteln hatte dabei die Tatsache, dass Russland, welches vor 1914 der weltweit größte Exporteur von Getreide gewesen war, von seinen Märkten in Westeuropa komplett abgeschnitten wurde. Das Deutsche Reich und die Habsburger Monarchie waren Feindmächte und der Zugang zu den Märkten Großbritanniens, Frankreichs und anderer Staaten Westeuropas spätestens durch den Kriegseintritt des Osmanischen Reiches komplett abgeschnitten. Russland verfügte so in den ersten Kriegsjahren zwar über ausreichend Lebensmittel, um sich zu versorgen, für seine Bauern bestanden aber kaum Anreize, die Produktion auf der bestehenden Höhe aufrechtzuerhalten. Das führte wiederum zu einem massiven Rückgang der Produktion, je länger der Krieg dauerte und schließlich zusammen mit logistischen Problemen dazu, dass die Bäckereien der Großstädte Ende 1916 und zu Beginn des Jahres 1917 nicht mehr ausreichend mit Brotgetreide oder eben vor allem mit Brot versorgt waren. Eine wichtige Rolle spielt übrigens auch die Tatsache, dass keine Kohle vorhanden war. Also selbst wenn sie Mehl hatten, konnten sie kein Brot backen, weil sie keine Kohle hatten, um den Ofen zu heizen. Auch in der cisleitanischen Hälfte der Habsburger Monarchie machten sich erste Versorgungsprobleme bereits 1915 bemerkbar. Verantwortlich dafür waren neben dem Ausbleiben der Getreideeinfuhren aus Russland vor allem die fehlenden Lieferungen aus Ungarn und Galizien. Im Deutschen Reich traten erste Einschränkungen ebenfalls 1915 auf. Eine wesentliche Akzentuierung erfolgte allerdings 1916-17. Dies hing einerseits mit einem massiven Einbruch der Produktion zusammen, andererseits verschärfte die Entente in diesem Jahr ihre Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftskriegsführung erheblich und zwang schließlich auch neutrale Mächte wie Holland oder die Schweiz dazu, ihre Importmengen der Koordination durch die Entente zu unterwerfen, was die Beschaffung von Lebensmitteln via diese Staaten für die Mittelmächte erheblich erschwerte. Dazu kam aber als wesentliches Element noch, was Jörn Leonhard kürzlich die administrative Polykratie genannt hat.
Die Vielzahl der Maßnahmen und Ankündigungen führte in der Bevölkerung zu immer höheren Erwartungen in einer Zeit, in welcher die inländische Agrarproduktion stetig zurückging und die Möglichkeit, die Zufuhr an Lebensmitteln zu steigern, immer schwieriger wurde. Die Lebensmittelversorgung stellte aber auch für die Entente, je länger der Krieg dauerte, eine immer größere Herausforderung dar. Einerseits musste die unterbrochene Zufuhr von Getreide aus Russland auch hier kompensiert werden. Das gelang zwar zu Beginn des Krieges dank anderswertiger Beschaffungsmöglichkeiten aus Ländern wie den USA, Kanada oder Argentinien weitgehend problemlos. Die aufgrund hoher Ernteüberschüsse im Jahr 1915 jedoch für die Produzenten nicht im erwarteten und vor allem nicht im erhofften Ausmaß gestiegenen Preise, sowie in Kanada die Rekrutierung vieler Landarbeiter für die Expeditionstruppen, führten dazu, dass die Produktionsflächen in den genannten Ländern im Jahre 1916 erheblich zurückgingen. Dazu kamen nun hier ablesbare Anomalien im Bereich des Klimas und der Witterung, die dazu führten, dass die Produktion noch mehr zurückging. Und das wurde noch einmal verschärft durch das Auftreten des Getreideschwarzrostes in den USA und Kanada sowie in der zweiten Jahreshälfte 1916 durch eine Heuschreckenplage in Argentinien. Das führte wiederum dazu, dass die Ernte im Frühjahr 1917 in Argentinien praktisch komplett ausfiel, und das war bereits 16 absehbar, und das war natürlich nun sehr kritisch. Und es ist etwas, was viele zu wenig beachtet haben, dass genau das die deutsche U-Boot-Führung bereits im August 1916 zur Kenntnis nahm. Die deutsche U-Boot-Führung hat bereits im August 1916 auf den eingeschränkten U-Boot-Krieg gedrängt. Und in dem Papier steht explizit, dass die Ernten in USA und Kanada schlecht seien und dass es nun die einmalige Chance sei, die britische Versorgung abzuschneiden und damit Großbritannien zur Kapitulation zu zwingen. Dass dies 1916-17 nicht gelang, war primär darauf zurückzuführen, dass Australien 1916 eine Rekordernte eingefahren hatte und dass die britischen Behörden in Indien die Ausfuhr von Getreide forcierten, obwohl dies im eigenen Land zu großen Preissteigerungen führte, die potenziell für die britische Kolonialherrschaft gefährlich waren. Und gleichzeitig war es noch so, dass in Frankreich und in Großbritannien Aufrufe ergingen, weniger Lebensmittel zu verbrauchen, wenn es nicht notwendig sei. Und als letztes, und das war nun ganz entscheidend, Frankreich und Großbritannien waren fast bereit, fast jeden Preis zu zahlen, um Lebensmittel zu beschaffen. Also Australien konnte sich Ende 1916 einen 20% höheren Preis heraushandeln, und das für die gesamte Kriegsdauer. Nun, entscheidend war also, dass die Entente eher der Versorgung der Zivilgesellschaft Raum verlangte, und währenddem die Mittelmächte tendenziell militärischen Gesichtspunkten weit mehr Gewicht beimaßen. Mit Blick auf die Ernährungssituation zeigen sich die Risiken besonders deutlich, die die kriegführenden Mächte mit ihrer Entscheidung zum Krieg 1914 eingegangen waren. Die Problematik der Ernährung, nicht nur des Militärs, sondern auch der im Krieg immer wichtiger werdenden Zivilbevölkerung, war 1914 mit Ausnahme Großbritanniens und dort auch nicht im notwendigen Ausmaß kaum Beachtung geschenkt worden. Die beteiligten Akteure hatten trotz der ihnen durchaus bekannten zunehmenden globalen Verflochtenheit der europäischen Lebensmittelversorgung keine entsprechenden Pläne entworfen und mussten während des Krieges improvisieren. Dies gelang der Mächte der Entente wesentlich besser als den Mittelmächten, auch weil sie bereit waren, in diesem Punkt mehr zu investieren. Die Bauern in den USA und Kanada vermochten wegen des Einbruchs von 1916 erst gegen Kriegsende von den anziehenden Preisen zu profitieren. Einzig in Australien gelang es der Regierung Ende 1916, eben dieses Abkommen abzuringen und damit eben auch Abnahmegarantien sich zu sichern. Das war
ganz zentral für die australischen Produkte, geht übrigens bis in die Zwischenkriegszeit und hat mit der Weltwirtschaftskrise sogar zu tun. Die Mittelmächte hofften darauf, dass die Siege in Rumänien und Russland zu einer spürbaren Entlastung im Bereich der Lebensmittelversorgung führen würden. Doch diese Hoffnungen erfüllten sich nicht, nicht zuletzt, weil die Produktion in Russland, wie ausgeführt, während des gesamten Krieges zurückgegangen war und die politische Situation in der Ukraine es nicht erlaubte, eine effizientere Organisation mit Blick auf die Nutzbarmachung der dortigen Produkte nach der Besetzung aufzuziehen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Der Erste Weltkrieg war wirklich der Erste Weltkrieg der Geschichte. Dies nicht allein wegen seiner globalen Dimension und der Tatsache, dass mit Ausnahme des amerikanischen Kontinents in allen Teilen der Welt Kampfhandlungen stattfanden. Viel wichtiger als dies waren die Verflechtungen zwischen den Beschlüssen von Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt. Besonders der Wandel im Transport- und Kommunikationswesen führte dazu, dass auch Entscheidungen, die außerhalb der europäischen Metropolen getroffen wurden, für den Verlauf und den Charakter des Krieges von Bedeutung waren und auch weite Teile der Welt und auch auf weite Teile der Welt zurückwirkten. Besonders für Afrika südlich der Sahara war der Erste Weltkrieg sicherlich weit bedeutsamer als der Zweite und vielleicht der schlimmste Krieg bis zum jetzigen Krieg im zentralen Kongo. Und die Kriegsarbeiter, die nach 1918 nach Australien, China und Südafrika zurückkehrten, beeinflussten die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen ihrer Länder in nachhaltiger Weise, wenn auch unterschiedlich. Wenn auch vielleicht auch nicht im erhofften oder gewünschten Tempo. Die von europäischen und außereuropäischen Mächten verfolgten Interessen mussten nicht konvergieren, sondern gingen häufig auseinander. Wer sich dabei kurzfristig durchzusetzen vermochte, konnte langfristig der Verlierer sein. Die beiden Buchstaben des chinesischen Worts Wei Ji für Gefahr und Risiko einerseits und für Chance und Gelegenheit andererseits charakterisieren für mich daher die globale Dimension des Weltkrieges in treffender Weise. Und dies nicht nur mit Blick auf China. Ich hoffe, dass ich Sie mindestens teilweise davon zu überzeugen vermochte und Ihnen zeigen konnte, dass es wichtig ist, die globalen Dimensionen gerade bei der Betrachtung des Weltkrieges im Rückspiegel der Geschichte immer im Auge zu behalten, auch wenn der Fokus der Betrachtungsweisen nicht immer die Welt ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.